Wer bei dem Wort CRISPR an einen Müsli-Riegel denkt, liegt leider falsch. CRISPR ist ein Genmanipulationstool, das das Potenzial hat, die ganze Menschheit auszulöschen. Genauer gesagt besteht mit CRISPR-Cas9 die Möglichkeit, ganze DNA-Stränge gezielt hinzuzufügen, zu verändern oder komplett zu entfernen. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, kurz CRISPR, wurde bereits 1987 von Yoshitsumi Ishino entdeckt. Damals hat der Forscher es in einem Bakterium, welches zu dem Bakteriumstamm Escherichia coli gehört, gefunden. CRISPR sind Abschnitte von sich wiederholender DNA. Einige Bakterien nutzen diese DNA-Stränge als Immunsystem und wehren sich so gegen Viren oder andere Fremdkörper. Die Funktionsweise der DNA kann jedoch auch zum Verändern des Erbguts von anderen Lebewesen als Bakterien genutzt werden. Beispielsweise können Pflanzen verändert werden, sodass sie widerstandsfähiger sind, schneller wachsen und mehr Früchte abwerfen. Oder man gibt einem Tintenfisch die Möglichkeit, an Land zu gehen. Oder eine Katze fängt an, wie ein Adler zu fliegen. Oder ein Rabe, der in Tiefen der arktischen Gewässer nach Beute suchen kann. Es gibt rein theoretisch keine Grenzen für die Genmanipulation. Alle Lebewesen bestehen aus Erbgut und daher können alle Lebewesen im Erbgut auch verändert werden. Auch der Mensch könnte Vorteile durch die Veränderung von Genen erhalten. So könnten Erbkrankheiten wie das Down-Syndrom oder Mukoviszidose bekämpft und für immer ausgelöscht werden. Auch andere schreckliche Krankheiten wie AIDS oder Krebs sind durch das Abändern der menschlichen DNA heilbar. Ein anderer, aber noch entfernt liegender Anwendungszweck wäre, derzeit existierende Tiere so zu verändern, dass sie längst ausgestorbenen Tieren wie Dinosauriern, Säbelzahntigern oder Mammuts bis aufs kleinste Detail gleichen. Übrigens, DNA ist die Abkürzung für Deoxyribonukleinacid, was auf Deutsch Deoxyribonukleinsäure bedeutet. Alle Ein- und Mehrzeller bestehen aus DNA, welche für Aussehen und viele andere Eigenschaften eines Lebewesens sorgt. Die DNA enthält alle wichtigen Informationen, wie zum Beispiel Aussehen, über ein Lebewesen und wird auch Erbgut genannt, da sie von den Eltern vererbt wird. Daher sehen Kinder meist aus wie Mutter oder Vater. Die DNA ist auch für Erbkrankheiten verantwortlich, denn wenn Mutter und Vater jeweils defekte Gene haben, kann es sein, dass sie selbst nicht von dem Defekt betroffen sind, dafür aber ihre Kinder, weil die defekten Gene sich überschneiden. Sollte eine solche Krankheit auftreten, ließe sich diese durch den Einsatz eines Genmanipulationstools wie CRISPR heilen. Dafür wird das Verfahren auf die defekte Gene in den DNA-Strängen angewendet und das Erbgut ist wieder vollkommen funktionsfähig. Durch Fehler im Erbgut können außerdem Behinderungen und Missbildungen entstehen. Die genaue Funktionsweise von CRISPR ist hochwissenschaftlich und ziemlich kompliziert. Einfach zusammengefasst funktioniert das Verfahren jedoch so. Zuerst muss die exakte Stelle, in denen Milliarden von DNA-Bausteinen des Genoms eines Lebewesens festgelegt werden, an der eine Änderung geschehen soll. Anschließend werden spezielle Sonden konstruiert, welche aus RNA-Strängen bestehen. Diese Sonden sind meistens bestimmte Viren und müssen genauestens an die Zielstelle passen, damit letztendlich keine Fehler entstehen können. Nachdem die Sonde an dem angesteuerten DNA-Strang angedockt hat, wird die DNA an dieser Stelle mit einer molekularen Schere zerschnitten. Danach werden neue DNA-Stränge eingefügt oder Teile der vorhandenen Stränge werden entfernt. Letztendlich reparieren sich die Zellen und der DNA-Strang wird wieder geschlossen. Doch CRISPR birgt auch einige Risiken, die auch normale Gentechnik mit sich bringt. Zuerst einmal, der Einsatz von CRISPR ist höchst umstritten. Es gibt viele Diskussionen und Meinungen zum Thema der Genmanipulation, insbesondere bei Menschen. Da das Gebiet bisher noch sehr unerforscht ist, weiß niemand genau, was es für Folgen geben könnte. Zum Beispiel könnten Mutationen eines unbekannten Ausmaßes am genmanipulierten Menschen entstehen. Ebenfalls unklar ist, wie sich die Manipulation des Erbgutes auf die Nachfahren auswirkt. Aufgrund der geringen Erfahrung im Bereich der Gentechnik könnten Missbildungen entstehen und oder Menschen könnten erkranken und sterben. Sollten genmanipulierte Tiere in die Wildbahn gebracht werden, wäre dies den originalen Tieren überlegen und würde das ganze Ökosystem aus den Rudern bringen. Jedoch ist CRISPR im Vergleich zur bisherigen Genmanipulationsverfahren weitaus sicherer, da bei der normalen Gentechnik der Zufall entscheidet, wo im Genom das Genkonstrukt eingebaut wird. Es ist trotzdem möglich, dass beim CRISPR-Verfahren der DNA-Strang an einer falschen Stelle geschnitten wird, auch wenn dies aufgrund der hohen Zielsicherheit von dem Verfahren sehr selten ist. Bei einer Pflanze hätte ein solches Fehlschneiden geringe Folgen. Beim Menschen könnte dies allerdings schwere gesundheitliche Folgen haben und gegebenenfalls zum Tode führen. Natürlich muss auch die ethische und moralische Frage geklärt werden,
ob es der Mensch überhaupt zulassen kann, sich selbst zu verändern und neue Eigenschaften hinzuzufügen. Eine andere Frage ist, wie eine Manipulation mit CRISPR eingestuft werden sollte. Denn eigentlich könnte das alles auch bei einer natürlichen und zufälligen Mutation passieren. Der Unterschied ist nur, dass sie hier gezielt herbeigeführt ist. Wissenschaftler stellen sich daher die Frage, ob mit CRISPR veränderte Lebewesen als gentechnisch verändert anzusehen sind oder eigentlich natürlichen Mutationen gleichen. Wir hoffen, dass CRISPR-Cas9 nur ein wenig verständlicher für euch ist und es nicht allzu kompliziert war.